Hallo meine durchgeknallten Otakus. Ja, ich habe so langsam alle alten Videos, die noch auf meiner externen Festplatte rumgeflogen sind, geschnitten. Also es war jetzt nicht mehr so viel Material übrig, was noch geschnitten und hochgeladen werden könnte. Da habe ich mir gedacht, es wird mal wieder Zeit, neue Videos aufzunehmen. War aber so ein bisschen unschlüssig, was mache ich jetzt überhaupt? Also ich hätte jetzt natürlich wieder mal Kitze und Ausgaben rausholen können, euch mal wieder Anime-CDs zeigen. Aber irgendwie hatte ich auf beides nicht so richtig Bock. Vor allen Dingen habe ich sowohl von den Anime-CDs noch ein Video auf dem Rechner umbearbeitet, als auch von den Kitze und Ausgaben. Und habe ich mir gedacht, bevor ich die geschnitten und hochgeladen habe, mache ich lieber was anderes. Und ist mir eingefallen, wir hatten jetzt schon ewig keine Sammlungsvideos mehr aus meiner Anime- und Manga-Sammlung. Und gerade die mache ich immer ganz gerne. Und zwar habe ich dann einfach mal so ein paar Freunde gefragt, so, hey, was soll ich denn als nächstes zeigen? Weil ich selber so keine Idee hatte. Und ja, ich widme dieses Video Ian, keine Ahnung, ob er zusieht. Denn Ian hat gemeint, mach doch mal Yu-Gi-Oh! Und wie ihr seht, mache ich dann jetzt mal Yu-Gi-Oh! Meine Yu-Gi-Oh!-Sammlung. Es bezieht sich nur auf Mangas und Animes. Also ich habe natürlich auch jede Menge Sammelkarten, Figuren, das Brettspiel davon und so weiter und so fort. Wenn ihr das alles sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Like da und abonniert, dann mache ich das auch noch. Aber ich beschränke mich ja anfangs erstmal so auf das Wesentliche, sprich den Manga, mit dem er alles angefangen hat, und eben die Anime-Veröffentlichungen. Deshalb fangen wir auch mit dem Manga an. Ja, also hier, das ist der erste Band vom Manga. Aus der Feder von Kazuki Takahashi. Guckt euch das an, 5 Euro, so billig waren die damals. Man bedenkt, wie teuer die Mangas heute sind. Ja, und was viele vielleicht gar nicht so wissen, damals ging es tatsächlich gar nicht um das Sammelkartenspiel, sondern um ganz viele verschiedene Spiele. Und die waren auch teilweise ziemlich brutal und blutrünstig. Hier seht ihr noch den alten Zeichenstil von Kazuki Takahashi. Also ich habe erstmal da reingeguckt und ich weiß, auch vielen anderen ging es genauso. Die hat das erstmal total abgeschreckt und deswegen wollten sie den Manga nicht lesen. Aber ganz ehrlich, ich finde schon nach Band 1 ist ziemlich schnell eine Entwicklung erkennbar. Wir sind dann schon ziemlich bald bei dem Zeichenstil, den wir alle von Yu-Gi-Oh! Kennen und lieben und gewohnt sind. Also, das hat nach Band 1 gar nicht so lange gedauert. Der Großvater sieht da auch noch etwas spooky aus. Ja, und hier seht ihr wirklich auch die Vorgeschichte, also wie alles angefangen hat, wie Yugi dann das Millennium-Puzzle überhaupt erst zusammengesetzt hat, wie er Jonouchi und Honda gerettet hat und sie so zu Freunden geworden sind, wie er seine zweite Persönlichkeit erweckt hat durch das Millennium-Puzzle und dann eben zum dunklen Rächer Yami Yugi wurde, der damals wirklich noch ein dunkler Rächer war und wirklich böse ausgesehen hat. Ja, und dann haben sie so schöne Kinderspiele, die ihr auf jeden Fall ohne Gefahr daheim nachspielen könnt, gemacht, wie zum Beispiel Geldscheine von der Hand mit einem Messer aufpieken und wer mehr Scheine aufpiekt, der gewinnt. Ja, also das ist natürlich absolut kindgerecht und überhaupt kein Problem. Also, eigentlich, Yu-Gi-Oh! War tatsächlich, das ist jetzt interessant, ursprünglich als Horror-Manga konzipiert. Und ich finde, das merkt man, wenn man sich diese frühen Kapitel anguckt, vor allen Dingen. Ja, also er hat dann auch am Ende immer diesen Mind-Crush angewendet, den wir im Anime dann nur ganz am Anfang ein paar Mal gesehen haben und dann nie wieder, wo er dann wirklich Leuten Illusionen vorgegaukelt hat, wie zum Beispiel, dass er da in Geld schwimmt und in Wirklichkeit ist da gar nichts. Ein Blätterhaufen oder so. Ja, das nannte sich damals die Strafe des Schicksals. Also der Verlierer jedes Spiels wurde immer hart bestraft. Und ja, was wir noch so für Spiele hatten, kann ich euch ja mal so zeigen. Also im zweiten Kapitel, das Auge der Lüge, war es, glaube ich, ein Würfelspiel, wo Yugi seinen Gegner ein bisschen ausgetrickst hat, indem er nämlich mit seinem Millenniums-Puzzle den Würfel zerstört hat und dadurch dann eine höhere Augenzahl hatte als sein Gegner, den er dann damit bestraft hat, dass er nur noch einen Mosaikfilter vor Augen hatte. Ja, also, was vor allen Dingen auffällt in Yu-Gi-Oh!, die Welt ist ein düsterer Ort.
Ach, guck mal hier, ein Millenniumslabyrinth und ich habe das sogar ausgefüllt als Kind. Also den Weg hier so lang gefahren mit dem Stift. Also die Welt in Yu-Gi-Oh! Ist ein düsterer Ort, voller Mitschüler, die voll die Schlägertypen sind und dich zusammenschlagen wollen. Irgendwelche perversen Fernsehmenschen, die Fernsehreportagen machen wollen über Schüler, die verkloppt werden und so weiter. Und ausgerechnet in so einer düsteren und gefährlichen Umgebung wächst der kleine, schüchterne Yugi auf, der ja eigentlich das perfekte Opfer ist für jeden Mobber, dementsprechend eigentlich immer auch auf den Schutz von Jonouchi angewiesen ist und eben von seinem zweiten Ich, was er ja ganz am Anfang erweckt hat. Ja, wir haben natürlich auch weitere Charaktere, die eher schwächlicher Natur sind, wie Yugi. Und er gerät immer wieder in Situationen, wo er denen dann helfen will und dann selber voll in die Scheiße greift, wie hier zum Beispiel. Und dann muss er eben Spiele auf Leben und Tod spielen. Natürlich macht das sein zweites Ich. Und was interessant ist, da ist auch so eine Entwicklung drin im Manga. Also anfangs ist er sich gar nicht darüber bewusst. Er hat immer diese Gedächtnislücken, wenn das passiert, also wenn der andere Yugi übernimmt. Und weiß eigentlich gar nicht, was der macht und was da passiert. Ja, und haben hier auch ein ziemlich heftiges Kapitel, wo ein Typ aus dem Gefängnis ausbricht und beinahe Anzu umbringt. Also Anzu ist Thea Gardner. Also die Namen sind im Manga die japanischen Originalnamen. Wir sind ja die amerikanischen Namen gewohnt. Also Jonouchi ist eben Joey Wheeler und Honda ist Tristan. Ich werde sie der Einfachheit halber immer mit den japanischen Namen benennen, weil ich die mehr gewohnt bin eigentlich mittlerweile sogar als die amerikanischen bzw. auch deutschen Namen. Ja, und da hat er halt eben ein kleines Spiel mit ihm gemacht. So, man muss den Gegner besiegen, indem man nur einen einzigen Finger benutzt. Und er dachte sich halt, ja klar, das Spiel habe ich gewonnen, weil ich muss ja nur den Abzug von meiner Waffe betätigen, dann bist du tot. Ja, und Yugi geht dann hin, benutzt seinen Daumen, um das Feuerzeug anzumachen, positioniert es auf seiner Hand, während er sich Alkohol einschenkt und ja, er kann keine andere Hand benutzen, weil er darf hier nur einen einzigen Finger benutzen. Also steckt er sich quasi selbst in Brand, was wir hier hinten sehen. Also es ist wirklich ein ziemlich heftiger und brutaler Manga, das könnte man gar nicht so meinen, wenn man sich den Yu-Gi-Oh! Anime anguckt. Also die 4Kids zensierte Fassung versteht sich, die wir von RTL 2 kennen. Ja, aber im Original ist der Manga ziemlich deftig und eher so, ich würde sogar sagen, eher ab 16. Also ich finde, das ist absolut nichts für jüngere Leser. Ich meine, ich war auch ein bisschen jünger, als ich den gelesen habe, aber ich würde das jetzt zum Beispiel keinen Sechsjährigen lesen lassen, um Gottes Willen. Dafür ist der Manga zu heftig. Ja, es ist eigentlich nicht selten der Fall, dass Yugis Gegner am Ende irgendwie in der Illusion gefangen sind oder sogar sterben. Wie hier bei diesem Spiel zum Beispiel, wo auch sein Gegner am Ende wieder in Flammen aufgeht. Also das hat Kazuki Takahashi wohl besonders gefallen. Gerade diese frühen Bände, wo es ja verschiedene gefährliche Spiele gab, die jetzt nichts mit dem Sammelkartenspiel zu tun hatten, wo das Sammelkartenspiel noch gar nicht vorkam, wurden auch als Anime-Serie adaptiert. Und zwar von niemand geringerem als Toei Animation, die ja auch die Anime-Serie zu One Piece gemacht haben und zu anderen weltberühmten Animes wie eben Dragon Ball. Ich habe gerade geguckt, ob hier irgendwas von Toei dabei ist, aber nee. Digimon, Sailor Moon, alles von Toei. Also die haben hierzu eine 27-teilige Anime-Serie produziert. Also nicht vom kompletten Manga, sondern tatsächlich umfasst diese Anime-Serie in etwa die ersten 7 Manga-Bände. Also der erste Story-Arc kann man sagen. Also die kommen alle im Toei-Anime vor. Wobei natürlich manche Kapitel auch weggelassen oder sehr stark abgewandelt wurden. Und manche Folgen eben sozusagen Filler sind, also die sich halt das Anime-Team selbst erdacht hat. So kommt zum Beispiel Jonouchis Schwester in diesen 7 Bänden noch überhaupt nicht vor. Also tatsächlich erst in Battle City. Aber sie haben eine Folge gemacht, wo sie eben schon in der alten Anime-Serie von Toei vorkam, wo allerdings nicht erwähnt wurde, was für eine Krankheit sie eigentlich hat, also warum sie jetzt eigentlich nicht aus dem Krankenhaus rauskommt und so weiter und so fort.
Ja, wir hatten ein paar Rückblenden in dem Anime, den wir halt kennen, der dann später kam, der ja deutlich mehr Episoden umfasst, 220, auf die Ereignisse aus diesen frühen Bänden, aus den ersten sieben. Manche von diesen Rückblenden wurden aber auch ein bisschen abgewandelt und nicht alles war eben genauso wie im Manga. Tatsächlich, wie gesagt, ein Toei-Anime war auch einiges anders, vieles wurde geändert. Wir haben zum Beispiel einen Charakter, der in Band 1 nur in einem einzigen Kapitel vorkommt, nämlich Schleifchen bzw. Miho. Wo haben wir sie denn? Da, dieses Mädchen hier, in das Honda verliebt ist. Und er gesteht ihr am Ende auch die Liebe, aber sie hat kein Interesse an ihm. Und sie wurde tatsächlich im Toei-Anime dem Maincast hinzugefügt. Also sie kommt in so gut wie jeder Folge vor und gehört tatsächlich zu Yugis Gang dazu. Und das hat mich tierisch genervt, weil sie nutzt eigentlich Honda nur aus und passt überhaupt nicht in diese Clique von Freunden, wo jeder für den anderen da ist und alle total selbstlos füreinander einstehen. Was halt wirklich echte Freundschaft ist und die sich gegenseitig unterstützen und helfen, wo sie nur können. Und da passte dann so eine egoistische Bitch nicht rein. Und das, genau das war sie im Anime. Einfach nur eine egoistische Tussi, die nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht war und Honda immer nur ausgenutzt hat. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Am Toei-Anime. Ja, zudem wurde auch ein Film produziert, aber der war jetzt auch nicht so interessant. Ja, so ab Band 2 kommt die Geschichte dann so langsam ins Rollen. Hier haben wir dann auch den ersten Auftritt von Shadi. Und was ich cool finde, es gab auch so Kapitel, wo eben nicht Yugi die Spiele machen musste, sondern Jonouchi. Was ja später dann sich wiederholt hat, auch als es um Sammelkartenspiel ging, wo ja dann auch Jonouchi seine eigenen Duelle bestreiten durfte. Hier ist auch ein ganz schön fieses Spiel, wo sie einen Skorpion in einem Schuh versteckt hatten und ich weiß schon gar nicht mehr, was sie machen mussten. Ob sie den Skorpion erstechen mussten oder ich glaube, das war. Er hat gedacht, er hätte den erstochen und das war nicht erlaubt, eine Waffe zu benutzen. Und dann war der Skorpion aber gar nicht an der Stelle und hat ihn dann gestochen und er ist krepiert oder was weiß ich was. Jo, und dann haben wir hier die neunte Runde, die Karte mit der Klaue, Teil 1, ein Zweiteiler. Ich glaube sogar der erste Zweiteiler. Und gleichzeitig ist das auch das Kapitel, in dem Magic and Wizards introduced wurde. Damit ist tatsächlich Duel Monsters gemeint. Ich glaube, der Grund dafür, dass das Sammelkartenspiel zunächst Magic and Wizards genannt wurde und später dann eben Duel Monsters, ist, dass der Name einfach zu ähnlich war wie das Sammelkartenspiel Magic the Gathering. Und dass man vielleicht vermeiden wollte, dass es dann irgendwelche Probleme gibt und die dann sagen, nee, ihr dürft das Sammelkartenspiel nicht so nennen, der Name Magic ist geschützt. Und dass sie deshalb das dann später umbenannt haben in Duel Monsters, gerade auch als klar war, dass eben dieses Sammelkartenspiel tatsächlich auch in Real Life in Produktion gehen wird, als richtiges, reales Sammelkartenspiel. Ja. Und das war ja auch anfangs noch gar nicht geplant. Also eigentlich hat das so als eins von vielen Spielen gedacht, was nur in diesen zwei Kapiteln auftauchen sollte. Und das gefiel manchen Lesern so gut, dass dann tatsächlich in Real ein Sammelkartenspiel daraus gemacht wurde. Und ja, da sehen wir eben auch zum ersten Mal Seto Kaiba, der ja dann Yugis Rivale geworden ist. Dieses Duell kennt ihr übrigens gar nicht aus dem Anime. Das kam nur im Manga vor. Da hatte nämlich Seto Kaiba den weißen Drachen einfach gestohlen von Yugis Großvater. Und um ihn zurückzuholen, hat Yugi ihn eben herausgefordert und dann ihm am Ende als Strafe des Schicksals eine Illusion vorgegaukelt, in der er von Monstern getötet wurde. Ziemlich barbarisch, aber er hat es ja auch irgendwie verdient gehabt mit diesem Diebstahl. Ja, und da hat er sich nämlich noch den blauäugigen weißen Drachen, beziehungsweise den weißen Drachen mit eiskaltem Blick zurückholen können. Wie ihr alle wisst, wurde der später aber von Seto Kaiba nochmal gestohlen und da dann zerrissen. Ja, also hier, das war ihr erstes Duell, da hat Yugi gewonnen, weil der weiße Drache sich nicht gegen Yugi stellen wollte. Der weiße Drache ist tatsächlich nicht auf Seto Kaibas Seite, was ich sehr interessant finde, weil wir kennen ja eigentlich nur weiße Drachen, die ihm blind gehorchen. Aber nee, der steht voll und ganz hinter Yugis Großvater, was auch mit ein Grund gewesen sein dürfte, dass Seto Kaiba den zerrissen hat, weil er genau wusste, dieser weiße Drache wird niemals loyal zu mir sein. Ja, dann haben wir hier durchgeknallte Typen Teil 1 und 2. Das ist ein richtig mega geiles Doppelkapitel über Shinnochis Vergangenheit in einer Jugendgang,
den wieder einholt, also diese Jugendgang, dann erfahren wir auch, was mit Junochi eigentlich los ist, seine Familienverhältnisse. Also hier diese eine Szene sagt eigentlich schon alles. Ja, also sie besuchen Junochi daheim und wollen wissen, was mit ihm los ist und kriegen direkt mal eine Flasche Bier oder was auch immer da drin ist, entgegengeschmissen, weil also der Vater scheint schwerer Alkoholiker zu sein. Wahrscheinlich hat die Mutter sich deshalb getrennt und ist eben mit der Schwester, also mit der Tochter, abgehauen. Junochi in schwierigen Verhältnissen, ist in der Jugendgang gelandet. Alles Sachen, die ihr wahrscheinlich gar nicht über ihn wisst, weil das im Anime gar nicht vorkam. Ja, aber ich fand das sehr interessant, weil das auch gezeigt hat, warum er am Anfang so ein Arsch gewesen ist und Yugi so geärgert hat mit dem Millenniums-Puzzle. Und gleichzeitig zeigt es auch, wie sehr er sich durch die Freundschaft zu Yugi verändert hat. Es wirkt jetzt erstmal konträr zu dem, was ich gesagt habe. Also Yugi kriegt auf die Fresse und Junochi reagiert gar nicht. Aber es stellt sich im Laufe dieses Doppelkapitels heraus, dass Junochi erpresst wurde von der Jugendgang. Dass, wenn er ihnen nicht wieder beitritt, dass sie dann seinem Freund Yugi etwas antun. Und das wollte er eben nicht, verständlicherweise. Also er macht das nur, um Yugi zu beschützen. Und ich liebe Junochi bzw. Joey so sehr. Er ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere. Gerade wegen seiner Hintergrundgeschichte und weil er eben an irgendeiner Stelle auch einen Nervenzusammenbruch hat und sagt, Yugi, das ist alles wegen dir, dass ich mich so verändert habe und dass ich anfange, mich selbst zu mögen. Was ja auch impliziert, dass er sich früher selbst nicht leiden konnte. Da rächt er sich für den Schlag gegen Yugi. Fällt mir auch echt gut. Also Junochi, ich liebe dich. Nicht in dem Sinne, wie ihr jetzt denkt, aber ich liebe ihn als Charakter. Er ist einfach toll. Überhaupt alle Charaktere in Yu-Gi-Oh! Sind toll. Ich meine, Honda macht zwar nicht viel, aber auch er hat im Manga seine Momente. Mehr auf jeden Fall als in der Anime-Serie. Ja, dann wurde Junochi von den Typen da gefesselt und dann kommt eben Yami Yugi to the rescue, indem er die alle mit dem Elektroschocker und ein bisschen Regen grillt, sag ich mal. Was ihr dann da seht. Und Junochi ist gerettet. Und dann haben wir, was ich eben schon mal gesagt habe, das Kapitel oder die Kapitel mit Shadi. Achtung, Spoiler. In einem Interview hat Kazuki Takahashi bekannt gegeben, dass Shadi nur ein Geist sein soll, beziehungsweise dass er extra versucht hat, in diesen Kapiteln schon rüberzubringen, dass Shadi nicht unbedingt ein lebendiger Mensch sein muss, dass er auch genauso gut ein Geist sein könnte. Interessant ist auch diese Szene. Shadi sagt Yugi, dass er zwei Persönlichkeiten hat und Yugi verdreht nur die Augen und sagt, ja, ja, aber sonst geht's dir gut. Kommt noch. Ja, hier haben wir auch ein bisschen was aus dem alten Ägypten. Also, das fand ich auch am Manga recht cool. Dieses mit der Feder in der Waage, das gibt's wirklich oder gab es im alten Ägypten wirklich. Und ich glaube, das war, um zu wiegen, wie schwer die Sünde oder die Sünden einer Person eben wiegen im Vergleich zu der Feder. Und wenn nämlich die Waage da kippt, dann ist es eine sündige Person und die kann man dann eben fressen lassen von diesem Ungetüm hier. Der Name von dem Vieh steht hier, glaube ich, auch irgendwo. Amit heißt das Monster. Genau, da hat er nämlich mit seinem Millenniumsschlüssel, das haben wir auch in dem Anime von RTL 2, allerdings an einer ganz anderen Stelle, nämlich nach dem Sieg über Pegasus, haben sie das da eingebaut. Aber eigentlich war das schon viel früher, nämlich hier, ganz am Anfang, bevor überhaupt alles losging, was ihr im Anime gesehen habt. Da besucht er diesen inneren Raum des Herzens von Yugi und sieht, dass da eben zwei Räume sind, einer mit Spielzeug und voller Unschuld und dann eben dieser düstere und geheimnisvolle Raum, der einem Labyrinth gleicht. Ich muss mich gerade daran erinnern, dass ich mal diesen Manga auf dem Schulhof gelesen habe und dann kam so ein Gesichtsmogli des Wegs und ich glaube, der hieß sogar Hugo. Also auch noch so voll der Freak-Name und hatte immer so die Haare über die Augen, dass man gar nicht die Augen gesehen hat. Der sah eigentlich selber aus wie ein Charakter aus dem Yu-Gi-Oh!-Manga und hat sich darüber lustig gemacht, dass ich Mangas lese. Und hat dann mal mir einen aus der Hand gerissen, hat das so durchgeblättert und gesagt, ja, ja, und dann hockst du wahrscheinlich so da, ja, von Yu-Gi-Oh! Die Freundin. Und dann gehst du so gemacht, so als würde er sich einen schubbern, um mich auf die Schippe zu nehmen. Ich glaube, er wollte mich damit ärgern, aber ich fand es damals ziemlich lustig. Ja, da sehen wir dieses Labyrinth. Und da sind auch ganz viele Fallen drin, also er hat eine schwere Zeit, aber Yugi ist nett und hilft ihm dann doch irgendwie da rauszukommen wieder. Was er wahrscheinlich nicht gemacht hätte, wenn er gewusst hätte, was danach noch kommt.
Ja, also Shadi prüft ihn nämlich eingehend, ob er wirklich geeignet ist, das Millenniums-Puzzle zu behalten. Da ist das, das ist die Stelle. Was? Ich soll ein anderes Ich haben? Komischer Ägypter. Also Yugi nimmt das überhaupt nicht ernst anfangs. Das ist ja, was ich gesagt habe, was ich ziemlich cool finde. Dass sich das alles erst noch entwickeln muss, dass er dieses Geheimnis erst ergründen muss. Wo es ja im Anime so wirkte, auf RTL 2, als wüsste er das alles schon, dass er ein zweites Ich hat und so weiter und so fort. Ja, und hier kommt tatsächlich dann die Prüfung von Shadi, also dass er eben Yami Yugi mehreren Prüfungen unterzieht. Und dabei auch absichtlich Anzu in Gefahr bringt.